So, willkommen zurück, ihr Säcke, und ja, schon die zweite, also das ist schon die dritte Aufnahme und schon zwei Fehlaufnahmen und es backt so ziemlich herum und ihr seht wahrscheinlich jetzt links oben die FPS, aber nur, dass wir sehen, dass wir aufnehmen, weil, ja, Fraps backt einfach nicht mehr herum. Außer wir machen es, dass wir unser Logo drüber geben, die vollen Säcke. Das wäre eine Idee. Es ist sowieso das Logo da oben links immer, aber nicht so groß, also es verdeckt das nicht. Ja, können wir machen. Ja, so kleine Brille. Komm schon, stirb ab. Ja. So, ja, wir haben bemerkt, dass die Hülle echt klein ist und jetzt gehen wir wieder raus. Tschüssi, gut. Ja, weil das hier können wir erst letztens mal. Später machen. Und jetzt beeilen wir uns, weil wir haben. Wir müssen. Ja. Wir haben keinen Bock. Ja. Wow. Jetzt nicht falsch verstehen, dass wir keinen Bock haben, aber ernsthaft. Das habt ihr auch, wenn ihr jetzt schon fast die dritte Fail-Aufnahme habt und ja. Ja. Weil, dann wollt ihr einfach nicht mehr aufnehmen, weil ihr das jetzt schon zum fünften Mal seht oder so. Okay. Ja. Weil jetzt müssen wir wieder mit Mikul reden, der ja, da weil steht. Der steht dort, ja. Oh. Spoiler. Rahlalala. Egal. Ah, der sagt uns eh nicht wirklich was Besonderes. Eh nicht. In die Scheiße reingetreten, yes. Mikul ist schwul. Rede mit ihm. Aha. Wow, schwul. Wo könnte ich einen Pass bekommen? Der Orden der brennenden Rose hat Pässe. Das ewige Feuer bekämpft die Pest. Ich hab hier keine Ritter gesehen. Könnte der Geistliche etwas wissen? Der ist schlau. Fragen kann nicht schaden. Lebt wohl. So. Jetzt red nochmal mit ihm. Aha. Gibt es Probleme hier? Naja, die Kartiona, oder wie diese Pest heißt, bringt die Leute um. Und Ungeheuer haben wir auch. Ungeheuer? Was für welche? Da wären Wölfe, massenweise. Die Toten, Elfen und Kobolde. Wölfe, sagt ihr? Jawohl, scharenweise. Die Köter sind wild geworden. Früher konnte ich sie mit Steinen vertreiben. Heute fürchte ich mich zu sehr. Verstehe. Aha. Ich fand diese seltsamen Würfel. Zwergenhandwerk. Keine Ahnung, was die Leute reden, aber ich spiele schon lang nicht mehr, ich schwöre. Ganz ruhig, Mikul. Ich frag ja nur. Der Geistliche kann bestätigen, dass ich meine Würfel verbrannt und der Teufelei abgeschworen habe. Redet mit dem Zwerg Soltan. Soltan, sagt ihr? So. Okay, so, dass wir nicht wirklich viel Lust gerade auf das Spiel haben, aber es hat viele Fehlaufnahmen und Alter, es hat um die 1000 Grad in diesem Raum hier. Ja. Und so, geht gleich zum Geistlichen. Und dann gehen wir zu Höhle, dann. Wieso, die Höhle hat uns ja eh nichts gebracht? Also, ja, dann. Nein, oh ja, gehen trotzdem. Nee. Ich gebe nicht hin. Oh ja, dann haben wir das A-Zeichen gemacht. Ja. Ja, trotzdem, das brauchen wir nicht auch. Ja, trotzdem, mach's einfach. Ist egal. Sprech! Halt's Maul. Ich möchte in die Stadt, aber ich brauche einen Brief. Eine Art Pass. Ach so, nicht du. Nur Ritter des Ordens haben Pässe, aber als Kaplan habe ich auch einen. Kann ich ihn haben? Ihr? Ein Fremder? Ein Streuner? Habt ihr den Verstand verloren? Hallo. Ja. Okay, jetzt geht's. Die ganze Höhle? Zeit halt. Die ganze Zeit hat Tom den Mittelfinger ins Bild gehalten. Nicht wegen euch, sondern. Oh doch, wegen diesen einen Typen, der uns genau zuschaut mit diesem Vollbart. Den scheiß Vollbart. Nein, nur wegen den Geistlichen, weil er uns den Pass nicht gibt. Das haben wir ja schon gewusst, weil. Da will ich jetzt schon zum dritten Mal hören. Ja. Und glaub uns, es ist weder lustig noch geil. Es ist einfach so zum Abkacken. Aber wenn es so funktioniert, dass wir die Frames dort haben, dann packen wir da einfach groß unser Logo hin, so die Faunsäcke, da könnt ihr uns dann. Bist du falsche Richtung. Da könnt ihr uns dann vielleicht abonnieren oder so, wenn ihr drauf drückt.
Das ist voll dreist, wenn ihr einmal drauf tritt, dann abonniert ihr uns gleich. Ja, kann ich eh machen, wenn's willst. So, jetzt schauen wir noch hier. Oh, ist das hier ist abgeschlossen. Und da ist eine Leiche drin, die was uns nichts bringt. Ja, das ist. Spoiler. Egal, Alter. Eine Leiche bringt's nicht, hat ein Schwert, das wir nicht mitnehmen können, das sowieso Sechser. Schwach ist. Aber für Sex. Für Sex Gold. Zahlt sich so aus. Sex zahlt so, sich immer aus. Jetzt geht's um. Zu kleinen Scheißerlein, nein, zum Ort der Macht, den was man eh schon sieht. Neue Region wird betreten. Wir waren da eh schon mal. Halt die Spacken breit. Was? Egal. Spacken breit. So. Ja, so. Weiter drücken, linke Masterdrittal der Magie, bla bla bla. Geh mal dann. Wir haben jetzt 100% verstärkte Zeichen, beide. Und hier, wenn wir hier hingehen, haben wir nochmal 50% aufs Art da oben. Ja. Die nächsten 5 Stunden. Ja. So. Ich bin zu faul hinzugehen. Okay. Nein, komm! Mach das mal. So. So, yeah. Jetzt. Also in die Höhle brauchen wir nicht schauen, weil da eh nichts drin ist. Da war überhaupt gar nichts. Ja. Nur eine Feuerstelle. Ja. Die hat uns aber nichts gebracht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass da vielleicht später was drin ist. Oder dass da vielleicht später weitergeht, dass dort vielleicht dann ein Pfad in die Stadt geht, heimlich. Oder dort vielleicht die Beste dann mal irgendwann ist oder was weiß ich. Oder eine Barrel-Armee wartet. Ja, oder PewDiePie selbst. PewDiePie's Endgegner. Like a PewDiePie, Brody. Boom, 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 boom. Wir sind jetzt vielleicht nicht so abgedreht wie in den normalen Aufnahmen. Aber das liegt das wahrscheinlich war, am dran, Anfang waren wir abgedreht, jetzt nicht mehr. Nein, das liegt dran, weil wir angepisst sind. Und geh mir aus dem Weg. Der kann nämlich auch überhaupt nichts sagen. Der pisst uns nur an. So, ja, dann gehen wir einfach mal ins Dorf kurz rein. So, ich geh durch dich durch. Doch nicht. Ich geh durch dich durch. Geh durch den Busch. Ich bin nicht durch den Busch gegangen. Doch, geht durch den Busch. Busch, 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 Busch. Oh, für uns geöffnet. Geil. Danke. Seid wach. Wenigstens etwas, wozu so, du was, bin. So, hier ist eigentlich nichts viel. Busch, schau einfach mal. So. Da rein. Das Leben in der Armee ist hart. Gasthauseingang. Web. 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 Oh, ein Frame. Wie heißt das? Haben gerade einen Frame drauf gehabt. Oh, Wessel. Egal. Ich erinnere mich. Ah. So. Geh zu dem Alchemisten. Alchemisten. Geh zu dem, vielleicht hat er so ein. Wenn nicht. Was vielleicht führt den. Euch hier? Nein, doch nicht. Nein. Lebt wohl. Gut, nein. Dann geh zu den Havara. Da. Erst Havara. Das ist übrigens blöd gemacht. Tut mir leid. Was kann ich für euch tun? Ach. Ich habe diese seltsamen Zwergenwürfel gefunden. Sehe ich wie einer aus, der mit Kinderspielzeug hantiert? Nein. Aber Schankwirte wissen eine ganze Menge. Sultan Chivai, ein Anderling, redet ständig vom Würfelspiel. Danke. Was kann ich für euch tun? Gar nichts. Geh wieder weg und du es wird Zeit, dass ich mich... So. Irgendwas abstürzt. So, und jetzt, wenn ich gehe. Jetzt gehen wir zum Sultan. Wo ist der? Oh, Kellnerin. All die Hallöchen. warte, nein, geh rechts. Ich hätte gerne einen hier noch um. Wo bist du, Sultan? Was ist, wer ist der kleine Kerl davon? Achso, das ist unser. Ah, das ist Sultan. Und das ist Geiger. Und Sultan. Das ist nicht die unser kleiner Freund? Sultan, ihr habt mein Verschwinden erwähnt. Wisst ihr etwas darüber? Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, Geralt. Ihr seid gestorben. Vor 5 Jahren wurde ich beim Massaker in Rivien Zeuge, wie ein Schurke euch eine Mistgabel in den Bauch rammte. Ich sah euch mit eigenen Augen verbluten. Dachte ich zumindest. Ich habe genug Leichen gesehen, da kenne ich mich aus. Naja, soweit ich mich erinnere, veränderte die Hexermutation euren Körper auf drastische Weise. Aber es ist dennoch unglaublich, dass ihr überlebt habt. Sultan, ich habe diese merkwürdigen Würfel gefunden. Sieht nach einer Zwergenarbeit aus. Es ist Poker mit Würfeln. Beste Unterhaltung. Man muss sich nicht so konzentrieren wie beim Kartenspielen, aber der Spaß ist nicht geringer. Würfel sind eine Erfindung der Zwerge. Nach dem Krieg wurden sie populär. Kein Wunder, jeder Söldner hat gespielt. Nee. Und wie wird gespielt? Spielen wir eine Runde. Ich zeige euch, wie es geht. Nein, danke. Brich ab.
Nein, ich will nicht spielen. Für dich einfach Ausgang. Ausgang. Yeah. Warte, durch Speichern, weil jetzt haben wir die Quest aktualisiert. So, und jetzt schauen wir auch gleich, was ich hier, was wir jetzt machen müssen eigentlich. Weil, da. So, dann wir verspielen. Ich kenne jetzt die Grundlagen des Pokerspiels, es ist an der Zeit, mein Wissen einzusetzen. Okay, das heißt, wir müssen das praktisch machen. Ja. Ja, stärker gemeinsam. Ja, bekannt. Ja, nein, gesucht. Ja, nein, das ist unnötig. Last der Vergangenheit. Ich muss nämlich das Gefährten weggehen. Aha. Ich muss die X5 weiße Blüten bringen. Wo sind die? Quest auf Karte verfolgen? Ja. Vielleicht hat's einer. Da drinnen. Das verkaufen. Ich weiß auch schon, wer das sein könnte. Moment. Ja. Was der? Ja, genau, der hat ja genug Kameraden. Ja. Ich wollte euch über Alchemie befragen. Vielleicht hat er. Ah! Endlich jemand, mit dem es sich zu reden lohnt. Die Einheimischen interessieren sich für nichts außer ihre täglichen Belange. Ich bin nicht von hier. Außerdem, wenn die Einheimischen über Alchemie nachdenken würden, bräuchten sie euch nicht mehr. Ha! Typische Kurzsichtigkeit! Hexer, Alchemie ist die Mutter aller Wissenschaften. Und wisst ihr auch warum? Sie ermöglicht uns, die Welt zu verstehen. Alles um euch herum ist nichts anderes als Alchemie. Die lächerlich zu machen, ihr so versessen seid. In eurem Körper finden ständig Ich interessiere mich für... Warte. In Freezen! Der muss oh, jetzt! Alter, du hast ein Schwert, ich hab's nicht ausgerüstet, du. Okay, ich nehme ein... Okay, ich... Stock. Ich nehme Samen. Du nimmst den Stock und ich nehme Samen. Ja. Ja. Fight. Und hier gibt's einen Knoppers. Ja, Jesse Gomez.